Probleme haben. Das tut mir richtig leid. Ich schieße mal gut vor Weihnachten und ich dir. Ja, dir auch. Tschüss. Frau Präsidentin, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, auch ich habe ein durchaus ambivalentes Verhältnis zum Wolf. Einerseits faszinieren mich diese Urmütter und Urväter unserer Hunde. Andererseits stellen sich auch mir neue Fragen beim Hundespaziergang durch Feld und Flur um mein Brandenburger Heimatdorf. Was wäre eigentlich, wenn dort ein Wolf auftaucht? Wie müsste ich mich verhalten? Wie reagiert mein natürlich angeleinter Hund? Und deshalb verstehe ich durchaus die Sorgen der Weidetierhalterinnen und Halter, denn gerade sie, für sie ist die Rückkehr des Wolfes in sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet durchaus mit ernsthaften Fragen verbunden. Andererseits gibt es aber fast überall historisch hohe Wildbestände. Die Wölfe sind also auf Nutztiere als Nahrungsquelle überhaupt nicht angewiesen. Und es sorgt vermutlicherweise sogar, zumindest in einigen Fällen, für gesunde Wildbestände und ist da viel geeigneter als die zweibeinigen Jäger. Er ist nämlich Teil des Ökosystems. Und mal ehrlich, die Rückkehr des Wolfes ist nun wirklich keine Überraschung. Ich habe mich schon vor Jahren in Sachsen umgehört und schlau gemacht, wie es sich denn so lebt mit dem Wolf im Revier. Dort sind sie ja schon seit den 90er Jahren präsent. Und am meisten hat mich, ehrlich gesagt, ein Gespräch mit einem Schäfer überzeugt. Seine Schafe hielt er zwischen mehreren Rudeln. Er hatte selbst persönlich 60 Mal den Wolf gesehen. Und ja, er hat Lehrgeld gezahlt. Aber am Ende war er eben klüger als die Wölfe. Und er hat Herdenschutzhunde angeschafft. Und seitdem machen Wölfe einen großen Bogen um seine Herde. Fazit: Ein friedliches Zusammenleben ist mit dem Wolf möglich. Aber es ist kein Selbstläufer. Deshalb habe ich für die Linke seit Jahren mehr politische Unterstützung für die Lösung der Probleme gefordert. Es hat ein bisschen gedauert, unterdessen ist das Thema in der Bundespolitik aber angekommen. Ich fand die beiden Fachgespräche im Umweltausschuss und im Agrarausschuss sehr lehrreich. Die Hauptbotschaft dort war, der Schlüssel für die Akzeptanz des Wolfes ist ein sicherer Herdenschutz. Dabei muss aber völlig klar sein, es geht nicht nur um Geld für gerissene Schafe. Auch als Tierärztin sage ich ganz klar, Weidetiere müssen vor dem Wolf geschützt werden. Ja, das ist auch eine Tierschutzfrage, aber eben nicht nur. Wichtiger ist, vor allem müssen die Wölfe daran gehindert werden, zu lernen, dass Weidetiere eine leichte Beute sind. Und deshalb müssen eben Weidetiere überall geschützt werden, egal ob berufs- oder hobbymäßig gehalten, ob Schafe, Ziegen, Mutterkühe, Pferde oder Dammwild. Und sie müssen überall geschützt werden, auch auf dem Deich in Naturschutzgebieten. Und der Schutz muss funktionieren, das ist wichtig, bevor der Wolf durch die Region streift. Und unterdessen wissen wir auch besser, wie das funktioniert. Zum Beispiel sind Herdenschutzhunde in vielen Fällen ein sehr zuverlässiger Schutz. Und die AG Herdenschutzhunde hat hier wirklich richtig Pionierarbeit geleistet und heute gilt da deshalb unser Dank an Sie. Denn das ist wirklich leichter gesagt als getan. Herdenschutzhunde müssen nämlich ihre Herden bedingungslos vor dem Wolf schützen, aber gleichzeitig Menschen absolut zuverlässig zu tolerieren. Welche Rassen sind dafür geeignet, welche nicht? Wie müssen Standards bei Zucht, Aufzucht und Ausbildung aussehen? Wer bezahlt das alles? Wer bezahlt den Unterhalt? Und Hunde sind auch nicht überall einsetzbar. Welche anderen Tiere sind möglicherweise geeignet? Und es gibt noch viel mehr offene Fragen. Welchen Einfluss hat der Wolf auf die Wildbestände? Und wie sollen wir das seriös bewerten, wenn wir über die Wildbestände im Moment extrem wenig wissen? Was führt eigentlich zu diesen sogenannten Problemwölfen und wie gehen wir damit um? Es gibt also viele Baustellen und eine klare Botschaft der Fachleute, wir brauchen bundeseinheitliche Standards. Denn was der Wolf in Niedersachsen lernt, wird er auch woanders anwenden. Genau deshalb brauchen wir eben ein Kompetenzzentrum des Bundes für Herden- und Wolfsschutz. Die Linke hat das seit Jahren gefordert. Union und SPD werden es leider heute auch wieder ablehnen, wieder besseren Wissens. Dabei ist ihr Dokumentations- und Beratungszentrum leider nur eine Behördendienstleistung und nicht geeignet, die Probleme wirklich zu lösen. Deshalb wird die Linke dafür weiter kämpfen. Weihnachten ist eine Zeit der Besinnung. Ich wünsche der Koalition viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Petra Krone, SPD-Fraktion.